Hey Leute, willkommen zurück zu True 4. In Szene 2 machen wir weiter im Haus, nämlich. Schauen wir hier. Meine Schwester liebte es, Nüsse mit ihm zu knacken. Sein Mund lässt sich nicht öffnen. Ich hatte immer große Angst vor diesem Nussknacker. Irgendwie stimmte mich immer traurig. Oh. Ich das mit dem Brecheisen auf? Nee. Mit der Schärfe. Ja, vielleicht würde etwas Öl helfen. Ah, das sagt sie jetzt auf einmal. Ja, ich meine, das ist Holz. So ein Nussknacker ist meistens aus Holz, aber gut. Crunch. Oh, was haben wir da? Ein Herz ist da drin. Ach, guck mal an. Ich weiß auch, wo wir das reinpacken können. Wir gehen mal zurück, bevor wir jetzt was anderes machen. Zurück. Tja, da haben wir doch ein Herz drin gehabt. Ah. Eine Fernbedienung. Okay. Ja, warum auch nicht? Frag doch nicht. Hat doch alles Sinn. Das kann doch nicht sein. Nee, kann's wirklich nicht. Wir haben blutbeflecktes Messer. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, was sich darin befindet. Ohne Griff geht hier gar nichts. Das Essen ist fertig. Ich kann auch nicht gehen, aber ich kann auch nicht warten, bis ich gehen kann. In diese Richtung schaue ich auf keinen Fall. Da haben wir eine Seite. In meinem ganzen Leben hätte ich nicht erwartet, dass mein Großvater so böse werden konnte. Der Elefant war sicherlich nur eine Ausrede und der einzig wahre oder der wahre Grund war etwas ganz anderes. Wie traurig. Ich weiß, dass du dies kaputt gemacht hast. Ich spreche nicht mehr mit dir. Ich werde keinen Moment länger mit dir unter einem Dach wohnen. Es ist alles deine Schuld. Wir haben ihr Geld nicht gebraucht und schon gar nicht haben wir dieses Haus gebraucht. Du weißt ganz genau, was sie unserer Tochter angetan haben. Das ist fies. Sieht so aus, als müsste sich hier ein weiterer Elefant befinden. Im Moment habe ich wirklich keine Zeit, ein Buch zu lesen. Warum? Hä? Was ist an dem Elefant so wichtig? Oh, das ist nur das eine Zimmer. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal vors Haus nochmal. Es scheint, als wäre diese Steinplatte bereits hochgehoben worden. Mit bloßen Händen kann ich sie allerdings nicht hochheben. Ja, mit dem Brecheisen geht's. Oha, da ist ein Schacht. Nee. Aber ein Hammer. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, die Wasserzufuhr für das Haus. Allerdings fehlt ein Ventilrad. Das habe ich, glaube ich, nicht. Nein. Nein, das habe ich nicht. So, gehen wir nochmal in die Küche. Der Topf. Das ist der Topf voll, ne? Nee, kann ich leider auch nichts machen. Das Messer. Warum ist da ein Messer, Mensch? Können wir hier noch machen? Ich meine, das ist das Bild. Wenn ich da eins weitergebe, bin ich schon weiter weg. Vielleicht doch noch der Friedhof? Kann ich da mit dem Brecheisen hier das Ding abstemmen? Nee, geht nicht. Natürlich nicht. So, dann gehen wir nochmal ins Haus zurück. Ich glaube, da brauchen wir... Oh, Batterien. Ob es noch funktioniert? Das werde ich sehen, wenn ich Batterien einlege. Habe ich nicht. So. Das geht nicht. Geht auch nicht. Haben wir denn hier was, sag mal? Ach hier, die Bilder muss ich da reinpappen. Danke. So geht das. Und da ist ein kleiner Schlüssel hinter, mit dem kann ich den Koffer aufschließen. Und darinnen ist nichts. Da kommt die Violine jetzt rein. Perfekt. Oh, der Teddybärenkopf. Den kann ich jetzt annähen. Ey, das ist cool. Das passt alles zusammen. Zack. Und du gibst mir Kreide, richtig? Nein, aber dafür den Stock. Die Fliege. Und es öffnet sich die Kreide. Wer hätte das gedacht? Übrigens. So. Tic-Tac-Toe. Will ich das jetzt gewinnen, oder was? Wow. Du bist aber schlecht, Geist. Eine Strickleiter. Dies könnte nützlich sein. Das ist natürlich für das Baumhaus. Alles klar. Gut, gut, gut. Meine Schwester hat hier geschlafen. Ich bin sehr traurig, dass sie nicht mehr am Leben ist. Ja, das ist natürlich schade, aber... Da sind wohl höhere Mächte am Werk. Gehen wir nochmal hier hin. Der Griff.
kann ich wohl nicht. Aber das Holzmosaik war doch hierfür, oder? Einen speziellen Schlüssel. Nee. Das passt doch aber hier rein, oder nicht? Nee. War einen speziellen Schlüssel hierfür. Da war ich... Oh Gott, diese Musik. Ich geh ganz schnell wieder raus jetzt. Kann ich irgendwas machen? Vielleicht steige ich sicherlich nicht hinunter. Er stelle ich doch nicht so an. Warte mal. Die Leiter wird alleine nicht halten. Als erstes soll ich einen Haken an ihr befestigen. Warte mal, kann ich da... Kann ich das Kettenstück jetzt mitnehmen? Nee. Ach, warte mal, die Couch. Mir fällt das ein, die Couch. Wo war die Couch? Ach so, nee, nicht die Couch, Quatsch. Das Auto. Hier im Sitz ist doch was drin. Was scheint... Natürlich scheint... Mach das jetzt. Oh, ich hab mit dem Hammer drauf. Geht auch nicht. Warum aber auch grüne Farbe? Ich verstehe das nicht. Der Abschöpflöffel. Das versuchen wir mal hier. Ja, die Blätter liegen vor dem Abfluss. Vielleicht die Schaufel? Das muss doch funktionieren, Mensch. Mit dem Hammer draufhauen. Geht auch nicht. Grüne Farbe. Ein spitzen Gegenstand. Ach, das Messer. Ja, das geht. Oh, die Kätzchen. Guckt euch die Kätzchen an. Die haben grüne Augen. Die sind voll niedlich. Okay, das war's hier. Sagen, der Vogel. Nee, der Fisch ist im Wasser. Was? Andi, der Vogel. Der ist natürlich ganz oben, ne? Die Katze will dann den Vogel fressen und der Fisch schwimmt im Wasser rum. Ist logisch. So, was hat man noch? Wer hat noch das hier? Ah, ihr muss noch vor kurzem etwas gelegen haben. Ein Buch vielleicht? Vielleicht ein Buch. Hierfür brauche ich einen speziellen Schlüssel. Ja, was denn? Brecheisen. Ist ein spezieller Schlüssel, oder? Würde ich schon sagen. Großmutters Schlüssel. Ah, warte mal. Hatte ich nicht noch irgendwo... einen Hebel. Wofür brauche ich den Hebel? Das fällt mir auch noch irgendwie... Da fehlt mir noch was. Ach, ist das das Mosaikteil? Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wo ist denn der Schöpflöffel noch? Da... Auch nicht. Hatten wir ja. Batterien brauchte ich hier. Der Vogel. Und dafür brauche ich den Schlüssel vielleicht. Schauen wir mal. Nein. Dann das Brecheisen? Auch nicht. Mist, wo kann ich denn noch was machen? In der Küche. Da brauche ich aber irgendwas, um das anfassen zu können, um den Topf anzupacken. Ja gut, das ist das, was hier dazu zählt, der Friedhof. Sie dreht er entfernen. Vielleicht auch mit dem Messer doch? Nee, das geht nicht. Soll ich mit der Schaufel vielleicht mal buddeln oder was? Oder? Ach wirklich, das geht. Aha, die Schüssel. Jetzt habe ich eine Schüssel. Damit kann ich bestimmt den Kleber abschöpfen, oder? Wo ist denn der Kleber? Wo ist der Kleber? Da ist der Kleber. So. Geht nicht. Dann kann ich damit vielleicht das Wasser... Nee, da brauche ich ja... Da muss ich das hier alles beseitigen. Habe ich eine Sicherung? Auch nicht. Das ist ja verrückt. Kann mit irgendeinem Schlüssel geöffnet werden. Vielleicht mit Großmutters Schlüssel? Ah, das ist gut. Damit kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Die Ofenhandschuhe. Dieser Magnet ist sehr stark. Ich könnte etwas damit magnetisieren. Und hier brauchen wir bestimmt das Mosaikstück. Also bitte, geht doch.
Laufen wir erstmal alles auf die Seite. Kommt in die Ecke, das stimmt schon mal. Und dahin. Hallo? Passt nicht, stimmt. Jetzt sieht man ja, das passt hier hin. Okay, das kommt an die Seite. So. So. Du kommst dahin. Das kommt da. Oh, ich find's aber super übrigens, ne? Hab ich schon gesagt? Ja. Liebe Puzzle. Ich liebe es zu puzzeln. Ein Ventilrad für das Haus vorne. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, dass es immer noch funktioniert. Ich brauche eine Kassette, um es zu testen. Großvater schlief in seinem Schuppen, nachdem Großmutter und er nach dem Tod meiner Mutter eine Auseinandersetzung hatte. Es war sehr traurig anzuschauen, dass beide getrennt lebten. Beide so einsam und doch wagte keiner den nächsten Schritt, die Dinge zu klären. Mein Großvater liebte militärische Geschichte. Sein besonderes Interesse galt Uniformen. Hier fehlt ein Bild. Er hat ihn sicherlich für das fehlende Bild aufgehängt. Ich sollte ihn einfügen. Oder ich sollte es einfügen. Ach, soll ich das jetzt malen, oder was? Oh, das ist ja nett. Komm. Das machen wir jetzt doch noch. Zack. Zum Glück muss ich nur die Skizze ausmalen. Malen nach Farben. Oder malen nach Zahlen. Das ist schön. So, die Feder. Der Helm. Aber so sieht doch kein Ritter aus, Mensch. Das ist doch viel zu bunt. Der Hals. Parierstange. Das da ist alles rot. So, dann blau ist das Bein, der Schild, Brustpanzer, die eine Feder hier. Das da. Gott, das ist gar nicht so einfach. Der Handschuh. Ne, der ist gelb, oder? Mist, kann ich das noch korrigieren? Ich hoffe doch. So. Wo ist es auch blau? Das ist blau. Was ist grün? Also das ist jetzt schlecht für Farbenblinde übrigens. Was wäre, wenn jetzt einer farbenblind ist und müsste den Ritter anmalen? Gamebreaker, sage ich nur. So grün, das war's schon, oder? Ja. Gelb ist dann das Bein. Der Knieschoner. Das hier ist gelb. Das ist gelb. Das Visier, die Feder. Das ist rot, ne? Ach, das ist das Blau. Ja gut, das ist das. Der ist 74... Ah, die Prozente. Ich sehe das jetzt erst, ne? Was prozentual richtig ist. Oh, was? Wollte ich gar nicht. Der Schild? Das ist, hey, lass doch mal den Pinsel nicht los, Mensch. Das ist rot. Ach, die Knöpfe sind auch noch rot. Das ist auch noch rot, ne? Nee. Oh Gott, das ist viel zu klein gerade. Blau, blau, blau. Nein. Hä? Das ist, glaube ich, gelb. Ja, 96. Das ist ja doch falsch. Ah. 96%. Ich schaue gerade, wo ist jetzt was falsch? Gelb? Das am Arm muss hier irgendwas falsch sein. Lass doch mal nicht das Bild jetzt. Sie macht das gerade einfach nicht. Sie macht es nicht. Ah, okay, das war doch das und das ist rot, ne? Ich hab's! Das Bild ist komplett. Sieht jetzt sehr seltsam aus, wie gesagt, aber die anderen Ritter sehen auch sehr komisch aus. Zack! Oh nein! Was ist das Bild denn abgefallen, Mensch? Oh nö, ich hab's kaputt gemacht. Huch! Ich brauche einen Hammer und Nägel, um dies zu reparieren. Na toll. Nur weil du so ungeschickt bist, Frau. Meine Großmutter tut mir richtig leid. Ich hatte dieses Gefühl in Heathers Haus und hier fühle ich es auch. Warum müssen wir immer erst etwas verlieren, um zu verstehen, wie gut es uns ging? Ich stehe hier und es ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr hier. Er war all die Jahre ganz in meiner Nähe. Wir hatten so viele Chancen, uns auszusprechen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als an ihn zu denken und mich zu erinnern, wie er immer
in seinem kalten Schuppen schlief. Warum war ich bloß so sauer auf ihn, wenn er seine Soldatenfiguren anmalte? Ich hätte ihm helfen sollen, anstelle immer an ihm herumzunörgeln. Naja, hinterher ist man immer ein bisschen, ne? Die Tür ist abgeschlossen. Das war schon immer so. Ich frag mich, ob er ein dunkles Geheimnis darin verstecken würde. Bestimmt sowas wie, weiß ich nicht, irgendwas ganz Banales, wette ich mit euch. Das ist immer so in diesen Spielen. Das ist immer irgendwas ganz Banales. So, warte mal, wir haben ja noch... Wir haben noch etwas, das ich hier... Genau, das Ventilrad, das wollte ich hier einsetzen. Ja, bitteschön. Wasser haben wir im Haus jetzt, das ist wunderbar. Jetzt gehen wir in die Küche und holen den Braten aus dem Herd. Aus dem Ofen. Wunderbar. Was ist drin? Oh. In dem Topf befindet sich etwas. Mit bloßen Händen kann ich nicht hineinfassen. Ja, Abschöpflöffel, ne? So ein Teil brauche ich auch. Nägel. Hat da jemand lecker Nägel gekocht, ja? Finde ich ja faszinierend. Oha, das hält. Da geht der Rahmen eher kaputt bei so fetten Nägeln, aber gut. Was weiß ich denn übers Tischlern? Habe ich ja schon tausendmal gemacht. Naja. So. Wenn ich mich recht erinnere, müssen die Bilder in einer bestimmten Reihenfolge aufgehangen werden. Vielleicht finde ich im Haus ja weitere Hinweise. Kann man mal machen, ne? Jetzt haben wir wieder Wasser. Wunderprächtig. Ein spezielles Emblem, ja. Aber erstmal den Napf voll, hä? Ja, wir haben Wasser im Napf, sehr gut. Und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Das ist zu verrostet. Hammer geht's auch nicht. Oh! Das hätte ich ja schon viel früher machen können, oder? Ist das ein Schweiß... Ne, Lötlampe. Lötlampe! Die alte Lampe, das ist... Krass, was man hier nicht alles findet. Damit kann ich wahrscheinlich die Kette lösen. Ja. Oh, ich habe irgendwas abgefackelt eben. Jetzt mit dem Hammer drauf. Was, ich versuche besser was anderes... Warum denn? Achso. Was, jetzt muss ich... Ich habe doch die Strickleiter. Mensch, Mädchen. Sei nicht so kompliziert jetzt. Habe ich doch alles schon. So, da gehen wir ins Baumhaus und hängen wir die Strickleiter mal dran, ja. Hey, ist jetzt geschafft. Sehr gut. Da haben wir jetzt erstmal eine Zange, eine Drahtzange und... Allem Anschein nach hat auch der Makler das Mädchen gesehen. Vielleicht ist sie doch real. Bist du real? Das Flüstern. Es erzählt mir Dinge. Dinge, von denen sonst keiner weiß. Ich habe gerade das Mädchen im Fenster des Obergeschosses gesehen. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Ich werde mal nach oben gehen und dann werde ich mich auf den Weg machen. Und danach werde ich nie wieder auch nur einen Fuß in das Haus setzen. Ja. Ja. Was haben wir hier? Mach das mal auf. Geht nicht. Aber diese Sprüche immer. Sehr doof, wenn man nicht im Recht ist, oder? Wie so eine zickige Alte, die ganze Zeit rumnörgelt. Ah. Hast du nicht recht gehabt? Bist du dumm, ne? Ja. Ja, ein bisschen erinnert mich das daran. Ich weiß auch nicht. Hab ich Glück, dass ich so eine gute Freundin habe, die sowas nicht macht. Ich glaube, ich werde wahnsinnig werden. So. Damit hätten wir das. Ah, die Katzen. Die Katzen. Die sind so niedlich. So, was haben wir noch? Da die Box, genau. Ach, jetzt geht's mit dem Schlüssel oder was? Das habe ich vorher schon probiert. Da ging's nicht. Oh, blau. Rot, grün, gelb? Nee. Ich möchte jetzt der Reihenfolge nach. Das ist doch ein ganz einfaches Nachmachspiel. Ach, endlich geht's mal weiter.
Bisschen langatmig gerade, dieses Rätsel, ne? Na, endlich. Haben wir's? Ja, sehr gut. Und was habe ich damit geschafft? Ach, die Reihenfolge. Alles klar, Leute, das war's. Mit Darkest... 4? 4, da, lall. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Zu True Fears, so heißt das. Tschüss.